Zu einem weiteren Promi-Geflüster, heute mal wieder beim ZDF-Pressetag in München. Da haben wir schon so ein kleines Studio uns eingerichtet. Begrüße ich ganz recht herzlich an meiner Seite Leonard Lansing. Hallo. Tag. Tag. Servus. Genau. Servus, sagt man, ja, sagt man in Bayern. Ja, genau. Aber Sie kommen aus dem schönen Ruhrpott. Schön ist, ja, das ist schön gelogen. Ne? Nein, der Ruhrpott ist nicht mehr schön. Der Ruhrpott ist so ein bisschen der Osten des Westens. Okay. Aber ich habe ja lange in München gewohnt, 15 Jahre, und konnte das sehr genießen. Das stimmt schon. Okay, aber ich komme darauf hin, sage deswegen schön, denn Münster, wo ja auch Wilsberg gedreht wird, da sind Sie natürlich in Ihrer, sage ich mal, in Ihrer Umgebung sozusagen zu Hause. Ne? Ja, Münster ist so ein bisschen wie München in klein. Das ist ganz angenehm und prima und ist eine sehr schöne Stadt. Ist aber nicht im Ruhrgebiet, sondern in Westfalen. Also das Herz Westfalens. Außer Bielefeld streitet sich da ein bisschen um den Titel, aber ich glaube, es ist Münster. Ja, so viel mal zu den ganzen Geografie, genau. Ja, Wilsberg, stehen wieder zwei Fälle an. Zum einen, ich habe es notiert, am 11. Genau, das ist so die Karnevalszeit. Ja, da müssen wir besonders den Kölnern sagen, gehen Sie trotzdem, setzen Sie sich trotzdem vor den Fernseher. Am 11.11. ist schwierig in Köln, also im Rheinland. Na. Aber gut, die sind ja tagsüber am Feiern, da können Sie abends dann gerne den Wilsberg anschauen. Die Füße hochlegen, Aspirin rein und dann Wilsberg gucken, genau. Und der andere ist ja dann eigentlich auch schon recht in der Vorweihnachtszeit am 2.12. Ja, genau. Das heißt Münster Leaks. Genau. Also zwei spannende Fälle wieder als Privatdetektiv, genau. Und Privatdetektiv, wir haben es gerade beim Kollegen vorhin kurz mitbekommen, Matula war ja so einer, der am längsten unterwegs war in der Richtung. Ich glaube, Matula hat 300 Folgen geschafft. Das ist sehr beeindruckend, sehr beeindruckend. Und er hat sich da richtig gut durchgekämpft. Und er ist natürlich einer der, ich glaube, war der einzige Privatdetektiv, der im deutschen Fernsehen jemals so lange auftauchte. Und wir arbeiten daran, dass wir es ähnlich lange schaffen. Und jetzt hat er, glaube ich, sogar noch ein, zwei Specials übers Jahr verteilt. Aber da wollen wir jetzt gar nicht über den Matula reden, sondern vielmehr über den Wilsberg. Und wenn ich richtig nachgerechnet habe, ihr seid dieses Jahr 20 Jahre, kann das sein? Das kann gut sein. Wir rechnen nicht mehr so genau nach, aber wir ungefähr stimmt das schon. Also da gab es jetzt nichts zu feiern. Oh. Auch wir werden die 75. Folge feiern, wie wir die 50. gefeiert haben. Und wenn es 25 Jahre sind, dann werden wir es auch feiern. Das sind halt die besseren Zahlen. Sehr schön. Ja, diese Rolle, den Wilsberg, wie ist deine Verbindung zum Privaten? Ja, auch ich bin ja ganz froh, dass ich mich hinter so einer Rolle verstecken kann. Also wenn Wilsberg gerantelt und ein bisschen vor sich hin ärgert, dann ist das eher Wilsberg als ich. Aber ich bin gar nicht so. Was uns verbindet, ist allerdings, dass wir beide ein bisschen maulfaul sind. Also ich muss mich jetzt schon richtig anstrengen, viel zu reden. Okay, dann machen wir es natürlich auch ein bisschen kürzer in der Hinsicht. Nein, genau, okay. Geübt auch insofern, Sie waren ja bei den ganzen Quiz-Sendungen in letzter Zeit viel im Fernsehen zu sehen. Zum einen bei Jörg Pilawa in Spiel für dein Land und auch bei beim Kai Pflaume, genau. Kai Pflaume war es nicht, beim Jörg Pilawa. Da ging's ja recht ruppig zur Sache. Wie ging es denn Peter Kraus am Ende? Ja, irgendwie war das ein, sagen wir, wir kommen ja alle in so ein Alter, da spielt man sowas nicht mehr. Das soll man nicht machen. Aber Peter Kraus hat sich bemüht, da zu folgen. Und dann ist er halt so zwischen Axel Prahl und wer war da? Von der Schweiz war es. Ja. Sportreporter. Ja, genau. Marcel Reif, genau. Gelandet und da hatte sich die Schulter ein bisschen verrenkt. Das ist schon ist bitter. Natürlich ist nicht nett, es tut auch weh. Klar, auf alle Fälle, man hat es gemerkt. Man möchte auch nicht mit Axel Prahl aneinander rasseln. Naja, aber wir hatten ein tolles Team und hat, glaube ich, am Ende ja gesiegt sogar. Ne? Nee, die Schweizer haben es geschafft. Wir haben uns mit den Österreichern das Leben schwer gemacht und die Schweizer haben davon profitiert. Das wollen wir jetzt nicht historisch betrachten, es ist aber dann so. Auf Wikipedia, da kommen wir auch mal ein bisschen drauf. Manchmal sagen sie ja die Wahrheit, manchmal stimmt es auch nicht, wie auch immer. Aber so Ihre Jugend und dass Ihre Mutter Sie im Krankenhaus zurückgelassen hat, das ist soweit korrekt. Ja, das ist korrekt, weil Wikipedia hat ja den Vorteil, dass man selbst korrigieren kann. Das habe ich mal gemacht. Mhm. Also alles, was da steht, stimmt. Okay, also wer über Herrn Leonard
Lansing mehr wissen möchte, einfach bei Wikipedia eingeben und dann stehen da die ganzen sonstigen Informationen drinnen. Ne? Ja, das stimmt. Ich gucke auch gelegentlich rein, ob sich da nicht was einschleicht, aber in Wirklichkeit stimmt das. Ich habe also den Ort meines Aufwachsens habe ich verbessert, weil, also das stand dann immer, ist aufgewachsen in Gelsenkirchen und dann hat mich jemand aus Gelsenkirchen-Rotthausen, das ist halt ein wichtiger Stadtteil in Gelsenkirchen, bekniet oder nicht bekniet, sondern darauf aufmerksam gemacht, dass ich das doch mal dazufügen soll. Also ich bin in Gelsenkirchen-Rotthausen aufgewachsen. Ja gut, das muss man ja immer noch hinzufügen und das ist wichtiger. Schalke wäre schöner gewesen, malerischer, aber es war dann doch Rotthausen. Schalke, das ist der Fußballverein, für den ihr Herz schlägt. Ach, als Gelsenkirchener hat man das genetisch drin, wie in München eben ist man 60er oder Bayer. Und in Gelsenkirchen ist man halt Schalker, das geht nicht anders. Also es wäre sehr schwer, da auf einmal Bochumer zu werden oder Dortmunder Fan oder MSV Duisburg, die ja auch mal erstklassig gespielt haben. 1, 2. Was macht's aus, warum Ihnen die Rolle so ans Herz gewachsen ist? Sind es der Charakter selber oder die Geschichten, die erzählt werden? Wir sind ja so flexibel mit unserer Familie, also mit Rita Russek und Paul Klink und Oliver Koritke und Roland Jankowski, dass wir alle Geschichten erzählen können. Wir könnten auch Hamlet machen als Wilsberg oder Richard den Dritten. Aber es ist in Wirklichkeit das Familiäre und das die große Nähe, die da bei der Arbeit herrscht. Also wir kennen uns sehr gut und wir können viele Dinge auch so, wie nennen wir das, mühelos herstellen. Also wir können mühelos herstellen, dass wir uns alle mögen und müssen uns da nicht anstrengen. Das ist doch eine tolle Sache, genau. Und wie viele Folgen werden so im Jahr gedreht? Wie viel produziert er da? Aber wir sind bei 4 im Moment. Also wir machen 4 pro Jahr. In diesem Jahr, weil Herr Elschert so nett war, gab es 5. Also einmal musste Wilsberg verreisen mit Anna Springer nach Norderney auf eine kleine Nordseeinsel. Und das war aber die Zugabe. Also da sind wir auch sehr dankbar. Okay, also man kommt durchaus einmal aus dem Münsterkreis raus. Ja, das war so, ist so ein Versuch, dass Wilsberg mal irgendwie in fremdes Wasser, in fremdem Wasser schwimmen muss. Und ich glaube, es ist ganz gut geworden. Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, alles für die neuen Folgen kann man auch erfahren dann bei uns auf Promigeflüster. Da wird man natürlich auch nochmal ein bisschen über die einzelnen Folgen berichten und ruhig reinschalten dann im ZDF am 11.11. und am 2.12. Ja. Genau. Genau, einschalten, unbedingt. Richtig, also es lohnt sich. Wilsberg. Das stimmt, ja. Das stimmt, es lohnt sich immer. Wie sieht Ihr Tag jetzt noch aus hier in München, beziehungsweise haben Sie noch ein bisschen Zeit, ein bisschen sich aufzuhalten? Nee, ich bin vom Hotel hierher gelaufen, das war durch die Sonne, was mich immer freut in München. Und irgendwie muss ich dann um 18 Uhr, glaube ich, auch wieder zum Flughafen und dann zurück nach Köln, weil wir ja da wieder Wilsberg drehen. Geht schon wieder weiter, also mittendrin bei den Dreharbeiten. Ja. Für neue Folgen, die dann für 2018 dann geplant sind. Ne? Ich denke auch, also im Herbst 2018 sind wir dann wieder fit. Gut, Herr Lansing, dann bedanke ich mich recht herzlich für das nette Gespräch. Ebenso, und alles Gute und viel Erfolg für die neuen Folgen wieder. Danke, vielen Dank.